Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier vom Pflanzen gegen Zombies, die asiatische Version. Ja, während wir weiter gespannt darauf warten, dass endlich das Update kommt für die deutsche Version, geht es hier weiter und ich kann mir hier mal wieder ein Puzzleteilchen abholen und 2000 Münzen, was ja auch nicht schlecht ist. Und wenn ich das jetzt richtig sehe oder verstanden habe, ich mache jetzt trotzdem mal kurz mal hier weiter. Kann ich ja jetzt? Ja, ich könnte jetzt eine zweite Pflanze rufen, weil die haben noch eine Stunde, die anderen sind alle noch. Ah, sehr schön. Gut. Wunderbar. Ich muss nur noch mal das genau anschauen, was ich dann jetzt mit den Puzzleteilen mache. Aber das finden wir auch raus. Kann ich hier irgendwo eigentlich irgendwas machen? Ich weiß es gar nicht. Oder muss ich dafür erst mal wieder updaten? Müssen wir mal gucken. Nee, ich glaube, einmal kann ich. Und was bekommen wir? Oh. Das ist doch toll. Für den Stern haben wir so ein Puzzleteil bekommen. Ja, das habe ich natürlich vergessen, dass ich das auch ab und zu mal mache. Das ist das hier. Das ist egal. Dann würde ich eigentlich nur noch ganz gerne mal demnächst mal gucken, was genau ich jetzt hier mit diesen Sonnenblumen-Puzzleteilen anstellen kann. Okay, wir brauchen 30. Alles klar. Verstehe. 50%? 25? Okay, wir brauchen 30. Okay, und dann können wir wahrscheinlich das hier machen. Das wäre mal ein Set, dass sie generell gleich eine ausspuckt. Wahrscheinlich. Ah, so kann ich mir dann die Puzzleteile verdienen. Wir werden das schon noch herausfinden im Laufe der Zeit. Aber jetzt wollen wir erstmal weitermachen. Denn hier vorne können wir nämlich das Drachenmäulchen wohl mal ein Level lang spielen. Oder wie auch immer. Auf alle Fälle ist ein Drachenmäulchen-Symbol. Und wir werden hier jetzt erstmal alles mal ausräumen. Also wir brauchen das da, wir brauchen das da. Wir nehmen die damit. Die jetzt mal nicht, weil die ist nur wieder so laut. Das da und dann sind wir eigentlich auch schon ready. Oh, dann können wir endlich mit Doppelsonnenblumen spielen und gleichzeitig haben wir das Sonnen-Upgrade. Oh mein Gott, was wird das jetzt angenehm werden? Das heißt, wir müssten jetzt normalerweise 50 Sonnen kriegen bei einer Sonne, oder? Nee, das Sonnen-Upgrade, glaube ich, hat nur die... Oh, mach das weg. Mach das wieder weg. Danke. Ja, ich habe da irgend so eine App mal installiert, weil man mit der angeblich hätte irgendwie auch Pflanzen gegen Zombies installieren können. Deswegen, ich habe das eigentlich deinstalliert, aber das ist immer noch da. Muss ich nochmal gucken demnächst. Ach, das Sonnen-Upgrade macht also nur mit, wie viel Startsonnen wir loslegen. Nicht, wie viele wir pro Regnenden der Sonne bekommen. Okay, dann ist das tatsächlich echt kompliziert. Oh je, Mini. Okay. Naja, ist jetzt per se auch nicht schlecht. Überrascht mich nur gerade. Minimal. Na, no, okay. Na, no, jetzt habe ich das schon wieder gerufen. Was ist? Wer ist? Wieso? Was? Weshalb? Pack das wieder weg. Was ist denn das jetzt für ein Käse? Das soll wieder wegploppen. Ich muss nochmal gucken, dass ich das deinstalliere. Was auch immer es ist, ich muss schauen, dass ich es loswerde. Weil es ist dann doch irgendwie dezent nervig. So. Nächste Sonnenblume. Okay, hier kommt. Ja, allmählich kommen ein paar Zombies. Allmählich kommen so die ersten Spawns. Aber das ist alles kein Problem. Der explodiert jetzt. Und dann setzen wir das dahin. Und dann ist alles gut. Dann machen wir hier noch eine Sonnenblume hin. Und dann können wir uns pur darauf konzentrieren, Schaden zu machen. Ohne Ende. Und, das Vögelchen müssen wir loswerden. Ausgerechnet da oben. Oh. Das ist jetzt gemein. Ich habe extra das Frostding sie genommen. In der Hoffnung, dass es den Vogel einfrieren würde. Aber natürlich hat es das nicht getan. Wieso sollte es auch? Oh, und der hat schon wieder einen neuen Vogel. Das ging natürlich jetzt ziemlich schnell. Friert die ein? Friert die ein? Nicht? Das friert nicht ein? Oh, wie gemein ist das denn? Okay, dann müssen wir das Ding wirklich mit Schaden wegmachen. Was jetzt leider nicht wirklich machbar war. Ach, verdammt. Okay, da müssen wir jetzt durch. War eingefroren. So Schaden machen. Okay, er ist down. Endlich. Oh, das ist... Hi. Boah, Schaubein, da ist einer mit Fessel und dann nimmst du das Viech und dann brennst du es weg. Alles klar, Benutzer Knife. Alles klar. Kein Problem.
Machen wir. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, der ist schon down. Das ist natürlich ziemlich cool. Der ist schon down. Das ging schnell. Well, that escalated quickly. So, sehr schön. Naja, dann haben wir ja nicht viel zu befürchten. Wenn das jetzt schon so schnell geht hier, dann ist das natürlich perfekt. So, also hier noch schön weiterhin unsere Verteidigung aufbauen. Das können wir da noch hinbringen. Das machen wir dahin. Das müsste alles... Oh, guck mal. Hier können sie nicht lange überleben. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, dann bringen wir das noch da an. Dann haben wir da eine komplette Reihe so gemacht. Da würde ich ganz ehrlich das Drachenmäulchen schön überall verteilen. Damit das richtig schön überall seine Power entwickeln kann. Ja, dahin, dann überleben die nämlich hier definitiv nicht lang. Oh, guck dir das an, wie schnell die kippen. Oh, ey, das ist wunderbärchen. Sehr schön. Freut mich. Das ist richtig nice, dass es so schnell geht. Oh, toll. Nee, wobei, hätte ich eigentlich nicht dahin. Egal, jetzt ist es da. Jetzt müssen wir damit leben. Nee, ich pack's da wieder weg. Ich pack's ja wieder weg. Ist wieder Vogel? Ja, der Vogel kommt aber durch die Flammen normalerweise jetzt nicht mehr durch. Also sollte das eigentlich alles ziemlich einfach jetzt sein. Normalerweise, ja, schafft er das nämlich nicht, in diesen Flammen zu überleben. Und dann klappt er weg. Na also, geht doch. So, das machen wir auch mal weg, weil die gehen so schnell down. Da kann ich auch gleich nochmal eine Feuerpflanze hinsetzen. Um ehrlich zu sein. Ja. Weil, ja, dann haben wir... Oh, guck mal, ein Paket, was da wohl drin ist. Es wird keine... Doch, es ist eine Werbung. Ich wusste natürlich, dass es eine Werbung sein wird. Haben wir hier dann... Okay, dann lohnt es sich jetzt auch momentan nicht, die Dünger für die Sonne auszugeben, nur um die Münzen zu sammeln, weil wir ja jetzt momentan die haben und wir nicht diesen Münzeneffekt drauf haben. Naja, ist ja per se nicht schlimm. Ich muss ja keine Dünger verwenden. Ja, kann ich das da hinsetzen? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann wenden wir da den Dünger drauf an. Um das richtig schön zu verstärken. So, hier ist einer mit Hut dabei. Aber ich glaube, dass auch der nicht lange überleben wird, denn der Schaden, der dabei hier rumkommt, ist richtig episch. Der ist richtig episch. Könnte jetzt natürlich fies sein, und Stück für Stück mal anfangen, die Sonnenblumen hier hinten zu bearbeiten. Dann machen wir nämlich noch mehr Schaden, als wir ohnehin schon machen. Und ja... So. Und da. Wir haben jetzt so viele Sonnen, dass wir das eigentlich uns erlauben konnten. Jetzt die Sonnen wegzubekommen. Sekunde. Ach, da hat's. Ach ja, mein Passwort hat's rausgeworfen. Ah, ihr habt mal ganz kurz Blackscreen. Ja, erneut versuchen. Passwort. Anmeldung nicht möglich. Ja. Achso, das ist ein Bestätigungscode. Tut mir leid. Oh, das ist natürlich nervig, dass jetzt während der Aufnahme passiert. No. Da muss ich hier einen Bestätigungscode eingeben. Anmeldung, Lustex-Konto einrichten, Konto erfolgreich hinzugefügt, Registrierung. Passwort nochmal eingeben. Ich lasse nur die Übertragung kurz aus. Dürft euch nicht wundern, aber oft ist es so, dass wenn man ein Passwort eingibt, dass die Buchstaben vom Passwort dann trotzdem auftauchen. Das hatte ich schon mal. Das hat mich dann sehr geärgert. Und ich möchte natürlich nicht, dass ihr mein Google-Passwort kennt. Das wäre ein bisschen doof. Ich habe zwar alles mit Handy und Two-Steps-Authentifizierung, das heißt, ohne mein Handy kommt man zwar eh nicht rein, aber das wäre ja doof. Ja, ich weiß, ich könnte das jetzt natürlich wegschneiden. Das Problem ist, dann schaffe ich es zeitlich nicht mehr, die Folge rechtzeitig hochzuladen. So, jetzt geht's wieder. Oh, tut mir leid fürs Warten. Nee, böse sein. No, es tut mir leid. Och Mann. Ja, ich musste gestern mein Passwort kurz ändern. Beziehungsweise ich musste es eigentlich nicht ändern. Das war aus eigener Dummheit. Dann habe ich das geändert und natürlich will jetzt BlueStacks auch hier was haben. Ne, ich habe doch damals, ich habe halt gestern aus Versehen
die Tastatur auf Englisch gestellt und habe mich deswegen gewundert, warum mein Passwort nicht funktioniert und habe deswegen ein neues Passwort gemacht. Und dann habe ich festgestellt, verdammt, ich habe hier die Tastatur auf Englisch und habe ich das Passwort wieder rückgängig gemacht. Und sie dürfen nicht das gleiche Passwort nochmal hernehmen, das sie vor kurzem verwendet haben. Da dachte ich mir, das ist super. Jetzt kann ich wieder überall das Passwort umändern, wo ich das Passwort eingestellt habe. Handy und Co. Na, no. Ja gut. Tatü, tatja. Tatü, tatja. Okay, ein Puzzleteil für diese Pflanze. Tatü, tatja. Ja, ja. So, dann können wir die also auch demnächst freischalten. Sehr schön. Finde ich super. Dann können wir... Was können wir denn jetzt als nächstes freischalten? Ja. Was? Ja, das weiß ich doch. Ach so, weil der jetzt hier unten drin ist. Alles klar. Ja gut. Ist kein Ding. Können wir da jetzt in Zukunft Sachen freischalten. Hier gibt es einen Platz mehr Pflanzen. Hier ist das mit dem Ausgraben. Alles klar. Eine mehr Pflanze brauchen wir momentan eigentlich nicht. Dann würde ich erst mal weitermachen. Das können wir am Ende dieser Welt machen. Weil so viele Pflanzen nutze ich momentan noch nicht. Jetzt ein Stachelkraut hätte, ja. Dann wird das Sinn machen. Dann könnten wir uns das holen. Aber Stachelkraut haben wir ja noch nicht. Da müssen wir erst drauf hinarbeiten. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach immer so, dass wir einfach immer wieder alle paar Folgen eine Welt zurückgehen, um da eine Pflanze zu erarbeiten. Weil das Stachelkraut wäre eigentlich schon ganz nice, wenn wir uns das vielleicht demnächst mal erarbeiten würden. Also ich werde schon, je nachdem, ich sage, oh, ich will jetzt aber diese Pflanze. Das ist natürlich aber nicht jede Folge, klar. Dann gehe ich einfach mal zurück. Ein Level. Und dann erarbeiten wir uns die Pflanze. So wie wir es ja jetzt mit der Doppelsonnenblume gemacht haben. Das heißt, wir spielen jetzt noch ein bisschen weiter. Und irgendwann, wenn dann der Tag kommt, ich mir denke, ich will, was weiß ich, keine Ahnung, das Drachenmäulchen. Dann gehe ich in diese Welt hier und erarbeite mir die Sterne fürs Drachenmäulchen. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. So haben wir auch immer wieder so ein bisschen eine Abwechslung drin, in welcher Welt wir sind. Wir sind nicht immer 100% in einer Welt. Und dann wird das alles auch nochmal ein bisschen... variierender. Den können wir nicht auch wegsprengen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ja, noch ist irgendwie auch hier nicht viel los auf dem Feld. So, die Sonnenblume. Können wir ja jetzt eigentlich demnächst anfangen, Schaden zu machen. Würde ich mal sagen. Eine Sonnenblume noch setzen und dann passt das alles. Den frieren wir da dann mal ein. Hier haben wir noch eine Sonnenblume. So, und jetzt ist wohl alles wunderbar. Jetzt spuckt die halt nur 50 aus, ne? Das ist nicht viel. Sollen sie erst mal dran gewöhnen, dass die so wenig ausspuckt. Ach, Mama, nochmal wegbomben. Nochmal wegbomben. So. Die verteilen. Keine Ahnung, wo ich sie noch überall hin verteilen soll. Ja, ich muss hier jetzt schon mal anfangen. Zumindest hier unten. Da ist nicht das Problem. Aber hier, den da, müssen wir jetzt dann gleich so wegbekommen. Oh, der wird trotzdem noch in die... Nein, der wird nicht mehr in die Luft gesprengt. Sehr gut, da wird das Bömpchen noch davor bewahrt. Na, also geht doch. Dann können wir nämlich hier notfalls nochmal einen näher rankommen lassen. Genau den zum Beispiel. Dann ist das kein Problem. Dann konzentriere ich mich erstmal auf die anderen drei Lanes, da noch einen Bumerang hinzubekommen. Weil es den dann, wenn er wirklich weit vorkommen sollte, einfach hier vorne zerreißt. Wobei es sein kann, dass er sogar vorher down geht. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise müsste er vorher down gehen. Aber mit Glück könnte das klappen. Na, hier machen wir mal dicht. Jetzt wäre das Drachenmäulchen natürlich perfekt, ne? Wäre jetzt natürlich perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es den zerreißt. Ja, der schafft das nicht mehr, dass der vorher normal down geht. Alles klar. Dann haben wir das, dann machen wir das da. Piraten gehen auch Stück für Stück immer wieder down. Dauert aber noch ein bisschen lange, bis sie down gehen. Also da müssen wir noch ein bisschen weiter drauf hinarbeiten. Noch mehr Schaden auf die Lens zu bekommen. So, das dahin. Oh. Kannst du den mal allmählich, ne? Allmählich wird's eng. Allmählich wird's eng. Macht euch mal kaputt. Na, also geht doch. So, brauchen wir jetzt hier eine zweite. Machen wir hier schon mal dicht. Dann dürfte der eigentlich recht schnell fallen. Oi. Okay, da haben wir einen Schlüssel bekommen. Sehr schön. Nehmen wir auch. Gerne, gerne.
So, dann hier. Oh, da kommt... Ah. Ich werde einfach mal einfrieren. Für was haben wir denn Dünger? Ich friere einfach mal ein, damit alles ein bisschen gemütlicher wird hier. Chill down, meine lieben Zombies. Chill down, chill down. Na also, wow. Die sind aber ganz schön lang eingefroren, ne? Also das ist schon krass. Das ist schon immer so lange? Ich weiß es gar nicht. Aber es war sehr lange auf alle Fälle. Aber fand ich gut. So hatten wir jetzt richtig schön Zeit, die Verteidigung weiter aufzubauen. Ich würde es notfalls nochmal tun. Oder haben wir nochmal einen Schlüssel bekommen? Wow, zwei Schlüssel schon in dieser Welt. Ja, das ist nicht schlecht. Dann können wir wenigstens dann auch die ganzen Türen aufsperren. Nochmal ein Düngerino. Nehmen wir mal mit. Und pflanzen das mal weg. So. Weil dann würde ich nämlich jetzt wieder die Sonnenblumen Stück für Stück auflösen. Ich nochmal ein Düngerino. So. Dann löse ich die nämlich jetzt Stück für Stück auf. Dann können wir nämlich noch mehr Schaden auf die Lanes bringen. So, dann machen wir zu. Wie viele Dünger da gerade kommen, ne? Übel. Nein, nicht wegtragen. Oh no, jetzt hat er mir meine Pflanze weggetragen. Was soll das denn? Hat das denn überhaupt irgendwer erlaubt? Das ist doch gemein. So, aber theoretisch brauchen wir jetzt gar nichts mehr machen, weil eigentlich ist es eh vorbei. Naja, gut. Immerhin zwei Sonnenblumen haben tapfer durchgehalten und kommen doch noch dran. Wupp, wupp. Damit können wir auch die Puzzleteile für diese Pflanze züchten oder wie auch immer wir es nennen wollen. Irgendwie ist es ja ein bisschen seltsam. 38? Haben wir gerade 38 Dias bekommen? Stimmt, da war ein Dias-Symbol, ne? Cool. Ja, ich wüsste zwar nicht, für was ich es brauche, aber ey, ich habe Diamanten bekommen. Und wir können jetzt diese Pflanze züchten. Genau. Alles klar, sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.